Alter, wenn du die Heal Reduction kaufst, ich schlitz mir uns in die Kehle auf. Hallo. Hallo. Moin. Elo. Platin 4, ein LP. Aber ich glaube auch nur durch Lucky Wings Week. Also ich glaube eigentlich Gold. Rolle? Mitte. Deine besten Midlaner bist du 3 Stück. Zed. Und wenn ich 3 Stück nennen müsste, dann noch Lux und. Nee, wenn du OTP bist, ist okay. Okay. Gut. Wo siehst du denn so deine Probleme? Boah. So viele. Das ist eine Menge, ne? Okay, dann siehst du, siehst du nicht deine Probleme? Wo denn bist du richtig gut? Boah. Ich bin ab und zu die Lane. Häufiger, als ich sie verliere, ja. Okay, das glaube ich, heute schon. Banger? Ich hab sehr großen Lane-Fokus. Ich glaube, ich warme ein bisschen zu selten, nur wenn es so unbedingt sein muss. Und mein Warden ist auch sehr kacke. Okay. Aber ich glaube, das mit dem Warden, das kriegen wir auch nicht raus, weil das weiß ich schon schon immer und ja. Gut, weißt du, wie Coach mal aussieht? Ja, ich habe ein paar Videos reingezogen. Dann weißt du ja, irgendwann muss ich sagen, mit welcher Farbe der Strich gemalt wird und so. Du hoppst für mich in ein Game rein, ich flame mich dann erstmal ein bisschen, ne? Okay. Das ist der First Strike hier, ist die Rune? Ja, das ist First Strike, das ist die Rune, da hast du recht. Ich meine, hier in dem Game ist es hier das Ding zum Starten. Ja, schon, ne? Ob ja. du die jetzt mitnehmen okay. sollst? Ist das jetzt. Also, okay, warte. Einmal ein deutscher Satz bitte. Ich bin genauso verwirrt wie du. Ja, ob ich die jetzt mitnehmen soll oder du eher so sagst, nee, Electrocute ist hier besser. Was willst du denn erreichen in dem Spiel? Gewinnen? Also, pass auf. Zed hat ja 3 Runden, die er gehen kann. Wir haben Conqueror. Ja. Wir haben ja. First Strike und wir haben Comet. Comet? Electrocute. Ja. So. Conqueror ist cool in langen Fights. Mhm. Electrocute ist geil fürs Early Game. Für Early Game Burst. Und First Strike kannst du gut zum Poken nutzen, aber auch zum Bursten. Ist aber im Early Game etwas weaker. Und muss auch gezielt eingesetzt werden. Da musst du auch wirklich auf die Cooldown achten. Frag mich, ob wir hier Traktar oder Eclipse gehen. Aber ich glaube, das ist ein Eclipse Game. Das wäre ein Conqueror Game. Ich glaube, du wirst so enttäuscht von mir sein, ne? Ey, pass auf, dein Name ist Bad Mad Zed. Ja. So, und du fragst mich gerade über Rune auch noch, obwohl du als Zed nicht mal viel nachdenken musst. Ich hab dich nach deiner Meinung gefragt. Ich bin schon enttäuscht. Nein, Quatsch, alles cool. So, kannst du mir so ein bisschen sagen, was du hier siehst, was du vorhast? Ja, also, Lilane gewinnen. Oh, ach so, willst du Nexus auch noch kaputt machen? Den am besten auch noch. Ey, er hat also direkt ganz einen Gameplan, let's go. Aber ich mag deinen Skin und den Chroma besonders. Danke, Ich möchte Hydra halt so früh wie möglich haben, dann Silent zu pushen und dann für Midlane Flanks zu gucken. Okay, für Midlane, warte, du holst Hydra für Midlane Flanks? Ja, also ich kann dann besser die Sideline pushen natürlich, aber sobald irgendein Fight in der Midlane ist, dann lasse ich eigentlich alle stehen und liegen. Oh, und, okay, ich dachte, du willst die Ori flanken, ja, okay. Armin, sie ist schöne Frau, ich judge nicht, ne? Mhm. Muss halt First Strike procken, ne? Das ist halt so ein Ding, wenn du First Strike anders kannst, siehst du die auch wieder rum rauspoken. Bruder, Digga, dein Hä? Champion ist schon dafür gemacht, dass du kein Last verkacken kannst. Oder machst du einfach einen auf den? Ja, drücke Lauge. Weißt du, Early Last jetzt, das ist so ein Thema. Holen wir alles später wieder rein. Like, weh hier nicht Level 2 zu Skill, tut halt echt weh. Weil die E kann er hier größer als eh nicht nutzen. Wenn er Upstep für CS, sollte er in der Regel eh gepunished werden. Und mit der W kann er auch nochmal ihren Poke nebenbei dodgen und sie gleichzeitig zurückpunishen. Boah, die macht aber auch mega Stress, ne? Ja, ist halt, wie gesagt, im Early. Also hast du ab 6 ändert sich das, oder? Ja, ab den ersten Weaker. Würde ich sagen. Jetzt kriege ich einen Gank, aber keine W. Ja, vielleicht haben wir. Ich hätte jetzt hinterher geflasht, aber Warwick, der macht mir Stress. Ah, ich hätte den Bot eher nehmen sollen. Wie geht's jetzt so für dich weiter? Chillst du jetzt bis 6 und willst die dann abfarmen oder siehst du davon noch irgendwas? Das ist der Plan, ja. Glaube ich. Ihr Exhaust müsste nämlich gleich wieder ab sein, die weiter einkauft. Gucken, ob sie auf Tabis geht. Das würde mich interessieren. Aber wenn sie schon Seekers First gegangen, ne? Actually, guter Einkauf von ihr. Muss ich ihn nur noch low halten oder kann nie wieder reingehen? Ey, was ist aus Rambazamba passiert? Wir machen doch Rambazamba. Okay, ich frag ja noch. Ich dachte so, ich sehe jetzt so Kung-Fu-Moves. Sie hat doch wieder Flash an, ne? Ja, aber du ja auch. Das ist ein Argument. Der Warwick kriegt ihn einfach. Der kommt gleich. Wir versuchen es einfach. Meine Augen. Meine Augen her. Also schön Armguts, ne? Stacks hat sie? Schon voll gestackt. Armguts war ihr erster Bei. Hab ich nicht gesehen. Du hast doch ihren zweiten Bei nicht gesehen. Nee. Bro, du willst mir sagen, du wirst auf deinem Smurf Hops genommen von der Piss-Ori? Ich hätte das nicht gemacht, tatsächlich. Was mich gewarnt? Ich hätte das nicht gemacht, wollte ich sagen. Warum hast du es denn dann gemacht? Ich hätte noch einmal gepokt und dann. Ich wollte ein bisschen Dominanz zeigen. Den dicken Macker rausholen. Echt true. Was ist aus dem Hydra Rush passiert?
Ich wollte nicht, also ich sag, wenn ich es habe, dann kann ich Sideline. Aber ist ja dann. Nee, ich dachte, du wolltest den zuerst gehen. Nee, nee. Nur wenn ich Conqueror gegen Slow Matchup gehe. Also gegen Tank Matchup oder so. Achso, okay. Ich meine, wenn ich dann mit dem ADC swappen kann, dann sollte ich schon mindestens Tiamat haben. Na, es ist manchmal okay, nicht Hydra First zu gehen. Es ist manchmal okay. Es kommt halt immer so drauf an, was man vorhat und so. Also, ne, Hydra ist gutes Item. Keine Frage. Aber man kann zum Beispiel auch Dingens machen. Du gehst Serrated Dirk First. Weil wenn du mehr Kill-Pressure haben willst. Sie ist da noch reingelaufen. Ich glaub's nicht. Die ist einfach reingelaufen in den Shadow. Schade. Ja, manchmal müssen wir mal Glück haben. Aber ey, Dominanz ist da, ne? Ist auf jeden Fall da. Warum denn jetzt Eclipse? Ja, weil der und der und der. Und die geht auch schon Armguards First, also wenn ich ein bisschen Penetration hab. Wie viel Penetration gibt dir denn Eclipse gerade? Noch nix. Aber dann macht doch der Gesamteinkauf gar keinen Sinn. Ja, aber hinten raus. Ja, aber dann kannst du auch Eclipse Item 2 gehen und dann Hydra rushen, oder nicht? Hätte ich machen können. Denn auch. Hast du mehr Damage im Early? Na, ich frag dir einfach nur. Das ist, am Anfang sagst du, du willst Hydra gehen, jetzt gehst du für ein Mythic Item. Da hast du gesagt, das ist eigentlich ein Dustbane Game und das sehe ich auch. Nee, also Hydra wollte ich nie waschen, tatsächlich. Also. Okay, okay, okay. Okay, Digga, LL stylisch. Mal gucken. Vielleicht ist er Midgame besser. So, am Anfang, man hat ja bemerkt, er war so ein bisschen hibbelig, dies, das, ne? Wie ist denn jetzt so deine Zielsetzung? Dahin. Mach ich mir nicht so große Gedanken drüber. Ja, okay, ist fein, dann ist fein. Dem Gameflow ein bisschen folgen, ne? Bro, die ist einfach Full Tank. Ja. Oh mein Gott, hast du nicht gesehen? Like, I'm not joking. Das hört sich vielleicht troll an für euch, aber. Wenn ich nur meinen R-Knopf finde, dann wäre alles gut. Hydra into Cleaver hier zu gehen, mit Conqueror, absolut goated. Denn Ori muss für Early Armor hier gehen. Sie hat gar keine andere Wahl. Also, die Ori hat das gut gemacht, ne? Die Ori muss Early Seekers gehen, das ist sonst nicht playable für sie. Das heißt, dass der Lethality Value automatisch reduziert wird. Oh mein Gott. Er hat dich einfach so hart gefickt, ne? Er hat dich einfach so hart gefickt. Oh, und er ist wieder voll live. Auf einmal. Und dann hatte er auch noch die Orianna-Schild auf sich, ne? Direkt mit der Ulti. Und ich kam nicht an sie ran, ich wollte halt sie ulten, aber ich kam nicht ran. Wir verkacken nicht, ey. Jo, dein Team hat dich. Ja, mein Team ist einfach Maschine. Hast du denn, also, darf ich dich jetzt fragen, was du mitgemacht hast? Oder hast du dafür eigentlich auch gar keinen Plan und du freestylst dich einfach los? Freestyle. Was machen. Freestylst du auch mit 1000 Gold los oder? Freestyle. Ich war gerade noch. Was sind denn deine Stärken? Was sind denn deine Stärken gerade? Flanks, Blitzpush oder so? Ist es ADC rausnehmen? Ist es eine Frage, ist eine oder? Antwort? Antwort, Antwort. Kannst du das dann nochmal wie ein Mann sagen? Also ich flanke! Alles, einen ganz deutschen Satz. Catche! Also ich kann okay, gut catchen. Okay, wen willst du catchen und wo? Gut flanken. Die hat den ADC am besten. Wo? Und die Orianna. In Teamfights? War wieder eine Frage, ne? Aber das ist doch kein Flank, oder? Genau, hier. Ja, das ist doch kein Catch. Egal, mach erstmal. Ich mach erstmal. Ich bin tot. Nicht tot. Ah, ich one-shotte sie, dann wäre das so gut. Ey, Leute, der hat einfach ein bisschen Fun. Er ist okay. Alter, wenn du die Heal Reduction kaufst, die schlitzt mir ja die Kehle auf. Ich hole mir Heal Reduction. Macht dir sonst keiner, außer Rell. Kannst du den Scheiß bitte zurückgeben? Willst du Warwick umbringen? Ist Warwick dein Ziel, ja oder nein? Nein. Kannst du dir mal bitte die Pen zuerst holen? Guck mal, die haben schon alle Armor geholt. Du Penner willst einfach noch einen Warhammer haben. Okay. Hast du deren Team mal gesehen? Du machst Tab drauf. Ja, ich hab's gesehen. Hourglass, Hullbreaker, dann dieser Frozen Fister. Ja, hab ich gesehen. Ich werde den gleich einmal richtig auf den Boden runterholen. Ich aber nicht jetzt. Machen. Warum spielst du nicht gerade Zed? Ich war LeBlanc Main, aber dann haben die gereworked. Dann brauchte ich was ähnliches. Dann dachte ich, Zed, it is. Okay. Seitdem, ja, das macht mir Spaß. Und bin kompletter No-Hand auf jeden anderen Champ. Ja. Und auch auf dem ein bisschen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es gemeint ist, aber so gebumst, ne? Es gibt einfach Leute, die trauen sich nicht zu Fistfighten. Ein bisschen obvious.
Ich glaube, ich habe die aber auch ein bisschen bestätigt, indem ich einfach hier weiter gepusht hätte. Egal, du hast sie einfach bestätigt, indem ich euch habe dreimal ein Combo lassen vom gegnerischen Team. Ja. Aber wäre ich, glaube ich, gegangen, dann wäre mein Team mitgekommen. Tatsächlich. Ich glaube, also, jedenfalls meine Aufgabe, einfach Jinx rauszuholen. Ich mein, die als Assassin sowieso. Willst du den Enemy Carry umbringen? Nein, oder? Ja, doch. Aber eigentlich, ich glaube, Orianna carry ein bisschen mehr, aber ich würde sie nicht rausholen können. Die Ori mit Seraph und Hourglass? Oh, da zweifle ich aber. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich nicht alle Social Medias einfach lösche. Ich kann mir den ganzen Müll einfach nicht mehr geben. Können wir einfach verteidigen? Leider ist es Part meines Berufs. Okay, erstmal weggeflext. Und hat er rausgekommen? Ja. Oh, der erste gute Play. Minute 33, let's go. Ja. Endlich ist das Game zu Ende. Schade. Ich bin auch ein bisschen nervös, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fress dich jetzt. Ich weiß. Aber mir ist nicht viel dran, ne? Also, so ein, zwei Happen müssten eigentlich reichen. Oh, guck mal, ich bin Challenger. Nice. Erzähl mal was. Ja, war ein bisschen chaotisch, die ganze Sache. Wir haben sehr, sehr viele Fights genommen, die wir nicht hätten Fight nehmen müssen. Ich kam nicht dazu, meinen Plan wirklich durchzubringen. Welcher Plan? Ja, dass mein ADC die Midlane ist und dass da die Fights passieren und dann komme ich immer so von Seite. Du weißt, Red Winket. Ich hatte keinen Plan, ja. Als erstes, du hast heftig reingeschissen. Du hast wirklich heftig. Du musst ja Conqueror spielen in dem Game. Weil dann auch dementsprechend sich deine Items mit ändern. Jetzt hast du Level 2 und du skillst E. Wofür skillst du E? Weil sie mich reinpusht und ich dann besser lasten kann unter dem Tower. Okay, und du denkst, sie wird eigentlich nur die W, wenn ich reinpushe. Und du denkst, sie wird dich einfach chillig unter dem Tower farmen lassen? Nee, das... Ich will mal Folgendes machen. Pass auf. Ja? In Marvel würde ich jetzt dieses Replay weiter mit dir durchgehen. Ich würde mich eigentlich im Kreis drehen. Das Ding ist auch, du warst im Game davor auch irgendwie echt komisch drauf. Ich will mal die Reihenfolge ein bisschen ändern. Also sei denn, du hast was dagegen. Ich würde gerne haben, dass du normal in dein Game reingehst. Ich will dir mal Ideen mitgeben in den Kopf. Ich will dir nicht genau sagen, was du machen sollst, sondern ich will dir einfach ein paar Denkanstöße mitgeben. Ja. Alter Heimerdinger, okay, crazy. Oder Toplane. Mach kurz deine Rune auf, Mr. Umklammerung der Untoten. Also du wirst safe nicht First Strike kriegen. Nee. Ich weiß nicht, ob also ich wenn die... First, wenn Heimer ist, dann auf jeden Fall nicht. Das Heimerdinger Mitte. Aber ich denke Electrocute, oder? Ja. Menschen Electrocute. Und trotzdem Eclipse oder eher Draktar? Erstmal noch gar nichts. Die Sache ist, wenn ich halt Draktar gehe, dann gehe ich eher die Rune hier. Na Mann, bei nicht Eclipse, gegen Heimerdinger, der poppt dich komplett weg. Okay. Like, not gonna lie, das ist sogar Teleport-Engel. Aber das traue ich dir nicht zu. Doch, kann ich tun. Bro, du weißt nicht, wie man mit Teleport spielt. Ich habe ein paar Runden auch schon mit Teleport mich ausprobiert. Und bereue dann immer die Kills, die ich nicht bekomme, wo nur so ein Mühe fehlt. Geh mal für Dingens, Mann. Für Clips. Für Conqueror, meine ich. Okay. Das Ding ist halt, Heimerdinger, die ersten paar Level sind mega oppressive. Und wenn du einen Fehler machst, ist deine ganze Lane over. Das riskieren wir jetzt gar nicht. Er hat auch noch eine halbe Million Punkte. Und wie viel hast du? 2 Millionen nur? Ja. So, pass auf. Es kann sein, oder es wird wahrscheinlich so sein, dass du CS aufgeben musst, ne? Ja. Das stört dich nicht. Das ist ein Problem, was viele Assassin-Spieler haben. Wenn du alle CS bekommst, aber Level 3 Hit ist 30% Leben nur noch hast oder so, kannst du gleich AFK gehen. Ja. Also, wir können das mit den CS missen. Der grüne Heiltrank war nicht gut. Du hättest den roten holen sollen. Aber ist fein. Drei rote? Ja. Der grüne Heiltrank ist ja, dann cool, da, wenn du sagst, piss easy lane, weißt du? Okay. Also, ich hab das Gefühl immer, dass es. Natürlich besser für Early, die drei roten Heiltränke, aber ab meinem ersten Recall ist das schon wieder shit. Ja, aber du musst ja erstmal den ersten Recall vernünftig hinbekommen. Also du leitest mich jetzt hier so ein bisschen durchs Game? Ich leite dich nicht durchs Game, ich gebe dir Denkideen mit. Ich will einfach nur gucken, wie du auf die Sachen reagierst, ich sage. Aber geh nicht davon aus, dass ich alles micromanage. Du kannst die ersten Minuten erstmal für dich selber spielen, damit du das Game reinfindest. Sagen du ihn zu poken, ist wichtiger, als an die Farm ranzukommen. Weil wenn du ihn pokst, kannst du sicherstellen, dass er dich halt weniger poken kann, weißt du? Dadurch hast du später mehr Zeit zum Farmen. Jetzt schon, okay. Ja. Wenn du denkst, er bleibt stehen, um dich gleich zu auto-attacken, poke ihn raus, okay? Okay, keine Angst, der hat doch schon sein Spell benutzt. Sehr schön. Er hat Spells auf Cooldown, poke ihn einfach kurz. Klein wenig Poki-Poki. Sehr schön. Halt mal just in case, also für die Wave würde ich noch stayen. Aber halt mal just in case deine Spells noch ready. Gerade ja. deine Mobility-Spells, meine ich. Genau deswegen. Muss ich gerade raushauen? Ja, nee, ist fun. Jetzt gehst du einfach in die Base. Und TP wieder rein, ne? Okay. Die fighten da oben, was geht ab? Hoppy ist Mister. Boah, die sind sogar low, das ist ein guter Fight. Okay, ist fun, die Wave. Ja, ja, ja.
push mal die nächste Wave gleich instant rein mit deinem Shadow. Ja. Jetzt gehst du Base und checkst dann Botlane ab. Geh Recon und check Botlane ab. Combo Bombo. 6 und Hütten. Oh, sein Spell ist auf Cooldown. Oh, seine beide Spells sind auf Cooldown. Du kannst ruhig absetzen. Nimm mal deinen Trank schon mal. Verlier ein bisschen Leben, hinter 6, töte ihn. Oh mein Gott, ist okay. Ja, das Movement Speed von seinem Turm. Ich bin dumm. Aber ich glaube, wir können ihn trotzdem killen. Klar. Jetzt auf die Granate aufpassen. Okay, Flash ist auch okay. Alles fein. Guck mal, hast Flash zu Flash getradet, right? Yes. Der Kick will stayen. I mean, vergiss nicht, Jarvan ist unter dir, ne? Wir können nichts dagegen machen. Doch, du stayst auch. Ja. Stell dich mal lieber nach oben hin. Wir sehen den Jarvan gerade. Oh, der Bruder, der darf nicht absteppen. Bitte, der darf nicht absteppen. Wenn deine Crew ready ist, der ist tot. Er hat keine Bombe. Nice. Das Ding ist, wenn ihr beide... Gerade so, ne? Pass auf, wenn ihr beide... Du stayst noch für die Wave. Ich stay noch für die Wave. Wenn ihr beide resettet, ne, wäre das für ihn gut gewesen, weil du hattest Kill-Pressure auf ihm. Aber er nicht auf dir. Okay, denkst du kannst ihn weiter abfarmen? Ich glaube tatsächlich schon, weil er sich Shit-Items kauft. Also du kannst dein Mythic zuerst ausbauen, wenn du magst. Oder wir gehen Richtung Tiamat. Tot, ne? Ja. Also wenn du dann in alle Dinger reingehst, schwierig. Nimm den Heiltrank drin. Der hatte Granate wieder ab. Ein bisschen stupid von mir. Aber er ist eigentlich auch zu gut. Ja, das stimmt. Tiamat enabled Wave Clear, hast du gut gelesen. Lass dann einfach meine Poppy machen. Deswegen habe ich ihn ja gesagt, wenn er das Gefühl hat, er kann ihn weiter snowballen, kann er ruhig in mehr Richtung Damage gehen. Wenn nicht, hätte ich ihm gesagt, er soll für das Dingens gehen, für das Tiamat. Ja, ich kann da eh nichts machen. Lol, der hat den einfach weggehämmert. Lol. Leute, ihr könnt mit Zed First Strike, Electrocute oder Conqueror gehen. Warte mal, ich hasse solche Fragen, weil das zeigt mal, dass ihr in der Regel so wenig nachdenkt. Conqueror ist ja gut in längeren Fights. Gegen wen habe ich denn längere Fights? Bestimmt nicht gegen 5 Squishies, oder? Ey, yo, was geht ab? Maschine. Und mit Poppy? Der Jarvan hat sich selbst gekillt! Boah, ja, der hat sich selber... Du hast eine Bombe kommt. Schön, dass du die Tränke erst jetzt am Ende nimmst. Fühlt sich so weit in dem Game. Du kannst doch einfach hinmoven, no? Wie sieht denn der Fight jetzt gerade aus? Ja, dann bist du spät. Na Mann, ich muss ruhig. Lol, wieder erst einfach nicht rein, Leute. Und ich kill dir hier alles. Trank. Ah. Oh, Heimer. Warum kill ich den nicht einfach? Ich hab mich erschrocken. Achso, okay, dass du weg bist. Ich weiß gar nicht, was der noch hat. Hä? Lol, der ist im Griefen. Warte. Doch, ja, der Grief gehen. Geh doch einfach hin, der ist auf Kulon. Ja, ja, ich wollte nur auf meine W warten. Ich kam ja trotzdem ran. Auch wenn er wegläuft. Das meine ich nicht. Warum gehst du so dumm zur Seite? Du hast doch gar keinen Grund dafür. Der hat nichts. Dem bisschen Sicherheit wiegen, weißt du. Was für Sicherheit wiegen? Junge, der hat nichts. Gehen. Okay. Imagine, Leute, spielt Zed, der erste Gedanke ist es wegzulaufen. Ja, aber nur weil ich meinen Schatten wieder ab hatte. Ich wäre ja so oder so wieder rangekommen. Oh Gott. Warum wartest du so lange? Ja, bei der Eastwill, wenn der noch runsteppt, kann ich den one-shotten. War so mein Gedanke. Ulti habe ich jetzt abbekommen, glaube ich. My bad. Ah, der Play ging auf meine Kosten. Der kommt gut zurück dadurch, dass ich die ganze Zeit nicht da bin, ne? Na, du stirbst halt, ne? Und die Respawn-Timer sind auch sehr hoch gerade. Du kannst aber nachgucken, wo so der größte Teil deines Teams einfach Play macht. Du kannst dich ja als Midlaner auch immer gut am Jungle orientieren. Wenn du siehst, Poppys Topside, mach Topside ein Play. Weil dann kannst du Überzahlsituationen in der Regel garantieren. Ich liebe die Flankposition im Dragon Pit. Macht mich richtig wuschig, weißt du? Für den Fight stattfindet. Hat der Ezio 3? War der Assassin's Creed 2? Brotherhood? Oh, Revelations oder wie das hieß, ne? Hey, was hast du jetzt davon? Alistairlich. So viel Cooldown. Ne, du willst niemals richtig mit dabei sein. Meinst du das jetzt immer als von Judge die, oder nein, wie ich? Okay. Du warst ja direkt in der Dragon Pit drinne. Wir wussten doch, dass sie da sind. Ja. Ich hätte einfach hier die ganze Zeit warten sollen im Busch, glaube ich. Sobald der Fight losgeht, einfach jemanden rausnehmen, der... Genau.
Aufpassen, wir wissen nicht, ob der Cho'Gath mitmoved, ne? So, ja, aber Poppy kommt gerade angeflankt. Ja. Mashallah, wie du deine Ulti auf Jenna rausgehauen hast. Hat mich wild gemacht. Die hättest du einfach unflashen können, um sie dann zu one-shotten. Aber deine Ulti auf sie zu wasten, keine Cringe. Vorsichtig, ne? Genau deswegen. Ich bin sehr vorsichtig. Du musst halt immer ready sein, die Scheiße mit deinem Shadow zu dodgen. Hm. Ah, bin ich, oh Gott. Ja, God of War habe ich jetzt noch nie gespielt, weil ich keine Playstation habe. Boah, ist aber auch frech von dir, dass du denkst, dass du durch die Jenna diven kannst. Ich hab die Jenna erst direkt nach deinem Jump gesehen. Ich dachte einfach nur, es ist frech von ihm, dass er mich anjumpt. Aber hätte ich mir denken können, dass er da nicht alleine rumtuckert. Ja, es wird eigentlich auch nicht mehr gemacht, als sich zu prügeln. Es ist immer Sightline rauspushen, dann rotieren, versuchen für den Flank zu gucken. Aber es wird halt schwierig für dich, weil deren Comp ist mega gegen dich gemacht. Hat er statt... Typisch statt irgendwer dabei. Ich habe ihn gefragt, ob er mit Teleport umgehen kann, weil das hier in dem Game gut ist. Boah, ich finde es immer richtig geil, wenn Z-Spieler Mini into drei Gegner reinlaufen. Ja, ich... Also... Und dann wollte er unbedingt Teleport gehen, weil er sagt, er kann damit umgehen. Ich einfach alleine reindriven lassen, so eigentlich schon, ne? Was hast du jetzt davon gehabt, zu sterben? Gar nichts, außer dass wahrscheinlich der Game vorbei ist. Was ist dir so aufgefallen in dem Game von dem, was ich zu dir gesagt habe? War auf jeden Fall einfacher zu stompen, die Lane. Und auch die... Was wir halt im Game gemacht haben, hat sich auf jeden Fall effektiver angefühlt. Hört sich eher fragend an. Stellst du mir eine Frage? Nee. Ich überlege nur noch. Beim Flanken hätten wir uns ein bisschen besser positionieren sollen. Zumindest solange der Iswell noch keinen Forsenhard hatte. Mhm. Generell wurden, glaube ich, einfach in den Fights auf falsche Ziele von mir gesetzt. Einmal die Jenna ulten und so, war ein bisschen garbage. Auch, dass ich Poppy da bei dem einen Fight unterstütze. Er sagt in so einer Full AD Comps auch immer. Also normalerweise ploppe ich richtig auf im Late Game, aber wenn wir halt alle Full AD sind, selbst der Iswill so viel, selbst der AD Carry so viel Resistenzen hat, ist halt echt schwierig für mich. Hm. Okay. Das Ding ist, wir haben ja einfach zwei Konzepte angewendet. Das eine ist die normale Matchup-Analyse. Welcher Spell oder Mechanic macht den Gegner stark? Hammerding als Bombe. Genau, die Kontrolle. Welcher Spell oder Mechanic macht mich stark? Dein Shadow. Mein W. Ja. Wo möchte ich fighten? Immer wenn die Wave in Hammerding als Richtung hingegangen bin, hab ich gesagt, push raus, right? Damit wir eben nicht vor seinem Tower chillen, weil da kannst du natürlich vergleichsweise weniger machen. Wenn der Gegner Spells auf Cooldown hat. Fight ihn. Was will er machen? Er hat Spells auf Cooldown. Zone ihn. Was will er machen? Er hat Spells auf Cooldown. Kann er nicht vorlaufen, right? Oder manipuliere die Wave. Was will er machen? Dir einen Auto-Attack geben? Interessiert uns nicht, weil dann hauen wir ihm eine rein und ficken ihn, richtig? Ja. Und mehr haben wir gar nicht gemacht. Wir haben legit nicht mehr gemacht, als diese Popling-Regel anzuwenden. Hey, meine Stärke ist ready, geil, ich combo ihn. Ey, meine Stärke ist nicht ready, ich chille. Aber ich finde auch, dass, also mit Conquer ist das am einfachsten, weil du musst halt nie auf deine Rune warten. Die ist ja immer aktiv. Das stimmt halt am schwierigsten, das ist eine Lüge. Und bei Electric Cube geht's so. Das ist eine Lüge, weil ich dich bei First Strike auch nicht dran aufgehalten habe. Ja, das war. Also ist nur so mein Gedanke dahinter. Das ist ja, also ja, da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Du musst ja trotzdem generell immer eine gewisse Awareness haben. No? Ja. Und selbst wenn hattest du davor deine Spells alle random rausgehauen. Ja. Und wir möchten die ja nicht random raushauen. Das muss ja immer gezielt sein. So. Das andere ist der Kill Threshold. Der Kill Threshold sagt aus, wie viel Leben der Gegner haben darf, damit du ihn one-shottest, damit du ihn killst. Mit einer Rotation. 60% oder so. In der Regel mit 60% liegst du nie falsch. Aber das Ding ist, das kannst du in Kategorien reinmachen. Zum Beispiel Ori. Wie viel Damage machst du Ori mit einer Full-Combo? Ich sag mal 60%, right? Ja. Wie viel Damage machst du dann wohl einer Syndra? Ja, 60% ungefähr. 65, ja. Ich starte mich jetzt nicht um ein paar Prozent. Es geht nur darum, dass du kannst okay, ja so, weil das hier sind Control Mages. Ich kann ja jetzt jeden Control Mage reinpacken. Du würdest fast jedem um die 60% Leben wegmachen. Ja. Ne? Bruiser in der Midlane, wie viel Damage machst du an der Irelia? Ich sag mal, einfach 40%. Geht sich, ja. Ja. Galio machst du dann auch da so um die 40 und so weiter und so fort. Das bedeutet, du pokst den Gegner so lange runter, bis du 60% Leben ist. Poke den Gegner, slash trade den Gegner,
so oft bisher auf deinem Threshold ist, um ihn dann in einem All-In zu killen. Frage noch. Yes. Nee, nicht unbedingt. Okay. Dann schicke ich das eben mal zu. Mhm. Und dann wäre es das auch eigentlich soweit von mir. Nice. Wenn du dann nichts hast. Ja. Ja? Nö, hat mich einfach nur sehr gefreut, auch mal dabei zu sein. Ich gucke ja auch sehr viele Videos von dir. Und wie ist es so? Hat mir jetzt eine Menge Spaß gemacht. Nice. Ich dachte, ich krieg ein bisschen mehr auf den Sack. Nee, Quatsch. Tatsächlich, Quatsch. Aber war ja noch ganz angenehm. Warum sollte ich ausrasten? War es ja auch ganz spannend. Warst du vielleicht am Anfang ein bisschen zu sehr auf Vogel, aber... Ja, weil ich nervös war, ich bin alles ganz ehrlich. Ich wollte das ein bisschen überspielen, aber... Alles cool, es ist wirklich gar kein Problem. Perfekt. Da kriegst du einmal von mir, halt die Fresse, Junge, und konzentrier dich und dann... Right? Yes, wunderbar. Okay, gut. Dann wäre ich jetzt weg und dann wünsche ich dir noch einen guten. Wenn noch was sein sollte, schreib mir auf Discord. Alles klar, mache ich. Vielen Dank. Okay, dann haus rein dann. Bye-bye. Ciao.